Leute und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Ich bin heute mit Jonathan am Räderberg unterwegs. Wir waren gerade ein paar Spots abklappern. Es war extrem windig, wir konnten dort nicht wirklich filmen. Haben wir gesagt, Räderberg liegt jetzt nochmal auf dem Heimweg und ihr seht, die Sonne kam raus. Wir sind jetzt hier erstmal oben an der Jumpline, die wurde letztes Jahr neu gebaut. Wer das Video von hier gesehen hat, hat gesehen, dass wir mit als erster über die Line drüber gefahren sind und das saftige Grün im Hintergrund wirkt halt einfach mit den Sprüngen richtig geil. Deswegen starten wir jetzt in die Line und dann geht's unten noch eine Runde auf der Jumpline oder Downhill Line eine Runde heizen. Los geht's und viel Spaß mit dem Video. Wir stehen am Start der oberen Jumpline. Ihr seht, die Sonne ist schon wieder halb verschwunden. Es ist etwas windig, aber es geht, denke ich, immer noch gut zu fahren. Wir räumen mal rein. Jonathan, folgt mir. Let's go! Ja, voll perfekt. Yes! Die Line macht immer so viel Spaß. Erste Abfahrt, richtig, richtig geil. Sonne ist mal wieder da. Also das sind halt heute richtige Aprilbedingungen vom Wetter. Ich setze jetzt Jonathan nochmal die Kamera auf, er wird mir folgen und wir starten direkt nochmal in den Jump Trail, weil der macht einfach übelst Bock. Letztes Jahr, wo wir es getestet haben, war es noch recht weich hier alles, aber jetzt rollt das so geil hier rein, also wir nehmen euch nochmal mit, los geht's. Wir stehen am nächsten Trail, besser gesagt am Haupttrail. Jonathan folgt mir jetzt, denn er ist die Line noch nie gefahren. Wir gucken mal, wie es vom Wind her funktioniert. Es waren vorhin schon wieder einige Böen am Start, aber hier oben ist es noch recht geschützt. Es wird halt dann spannend aus dem Wald raus. Wollen wir oder wie oder was? Let's go! Also hier oben ist echt top und los geht's! Das Steinfeld einfach überrollt, aber schaut mal her. Kleiner Absprung. Also es ist zwar nur ein Stein, aber den können wir als Absprung nutzen. Ziehen jetzt hier ab, landen dort rein. Noch geiler wäre es da hinten in die Welle, aber dann musst du halt richtig senden. Aber hier, das ist auf jeden Fall gut machbar, hier abzuziehen über das Steinfeld. Sucht euch auch immer mal solche Lines aus, nicht immer nur einmal drüber und dann habt ihr eure Hauptlinie, testet gerne mal verschiedene Lines. Auch dann, wer Rennen fährt von euch, ganz wichtig, dass ihr wisst, okay, die Linie passt mir besser oder die Linie ist schneller. Also, hier abziehen, dort hinten rein, los geht's. Viel Spaß. Ja, ist wie ich das erinnere. Doch, ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Thank you.
Obwohl, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber der Wind da oben ist halt so eklig. Zieht so halb von der Seite rein, steht halb von vorn. Und irgendwie merkst du das halt so vom Speed im Absprung. Krank. Ist gleich auf null. Übel. Umschwung vom Wald- und Wiesentraining vom Räderberg auf unsere Wiesenslalom-Strecke. Hier wird am Wochenende unser zweites Wiesenslalom stattfinden und ich nutze jetzt direkt mal die Möglichkeit, um euch die Strecke zu präsentieren. Also wer hier mitfährt, checkt auf jeden Fall die Strecke jetzt ab. Könnt ihr es euch schon mal ein bisschen einprägen. Das Video ist jetzt ein paar Tage eher gefilmt. Also das, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht oder vielleicht die einen oder anderen Äste, kommen natürlich noch raus aus der Strecke. Aber damit ihr schon mal einen groben Verlauf seht, wie es laufen wird, werde ich jetzt mal mit euch die Strecke abfahren. Ich bin auch aufs E-Bike umgestiegen. Das heißt, ich kann auch den Hang einfach ein bisschen leichter hochtreten. Und wer es noch nicht weiß, am 20. April, also am Samstag, wird auch das erste Mal eine E-Bike-Klasse hier zur Wiesenslalom gefahren. Und deswegen teste ich gleich mal auch die Strecke mit dem E-Bike. Ja, jetzt würde ich sagen, wir fahren mal ganz hoch auf den Lohmann und ich nehme euch dann mit auf die Strecke. Los geht's! So, wir sind am Start angekommen, das heißt, wir starten hier wieder zu viert. Dieses Jahr wird es hier vier getrennte Bahnen geben. Wer letztes Jahr schon dabei war, weiß, wir sind da vorne gestartet. Dieses Jahr nutzen wir auf jeden Fall die Wiese noch mal ein bisschen mehr aus. Wir haben hier oben schon einen ziemlich technischen Slalom und dann geht es hier kreuz und quer den Wiesenhang entlang. Ich würde sagen, wir schwingen uns jetzt aufs Bike und dann nehme ich euch mit. Los geht's. Auf jeden Fall ist es noch trocken, da hinten regnet. Nutzen wir mal die Zeit noch aus. You never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety. Wir haben dieses Jahr eine echt richtig coole Strecke. Ihr habt es gesehen, wir haben am Start ziemlich enge Kurven und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir fahren die Bahnen getrennt. Das heißt, es wird am Start schon mal ziemlich spannend werden. Danach geht es in die Hauptstrecke alle gegeneinander. Ich freue mich richtig drauf auf das Event. Das war's vom Räderberg und der Vorstellung des diesjährigen Wiesenslaloms. Ich hoffe, wir sehen uns am 20. April und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.